Wie sieht das Ökosystem von Tesla aus? In welchen Bereichen ist Tesla eigentlich noch aktiv? Die Antwort auf diese Fragen gibt's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Jan und ich starte mit euch zusammen heute in eine neue Videoserie. In dieser schauen wir uns das Ökosystem von Tesla mal so ein bisschen im Detail an. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur ein Video machen, habe aber bei der Vorbereitung festgestellt, das würde viel zu lang werden. Deswegen habe ich mir einzelne Teilbereiche rausgesucht, die ich dann in einzelnen fokussierten Videos besprechen werde. In der Playlist findet ihr alle Videos dieser Reihe chronologisch sortiert. In diesem Intro-Video geht es darum, euch zu zeigen, welche Teilbereiche ich mir rausgesucht habe. Die Anzahl der Videos kann natürlich pro Teilbereich ebenfalls variieren. Also schauen wir mal rein. Die vertikale Integration der Tesla-Wertschöpfungskette ist schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Und seien wir mal ehrlich, Elektroauto-Prototypen kann aufgrund der geringen Anzahl an Teile fast jeder bauen. Aber die viel schwierigere Herausforderung ist die Produktion in hoher Stückzahl. Aktuell sehen wir dieses Thema ja gerade sehr gut beim Elektroauto-Startup Rivian. Elon Musk hat das mal als Produktionshölle bezeichnet. Deswegen geht es im ersten Themenbereich um das Thema Produktion. Wir schauen uns die Gigafactories mal so ein bisschen im Detail an, die Ausstattung dieser mit den Gigapressen und wer eigentlich die Batteriezellen herstellt und wie die Produktionsroboter arbeiten. Im zweiten Themenbereich widmen wir uns der Computerhardware. Wir schauen uns den eigenen Tesla-Chip an und wie dieser hergestellt wird. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Computer, die im Tesla verbaut sind und auf der anderen Seite die Supercomputer, wie zum Beispiel Projekt Dojo, die für die FSD-Beta zuständig sind. Weiter geht es von der Hardware zur Software. Hierbei erkläre ich mal den Unterschied zwischen dem Autopiloten und der FSD-Beta. Wie der Supercomputer die ganzen Daten der Tesla-Flotte auswertet, um neue Edge-Cases zu finden, die dann wieder den Algorithmus verbessern sollen, wird auch ein Thema sein. In diesem Zusammenhang ist auch der Shadow-Mode interessant. Wir stellen uns die Frage, was ist der Shadow-Mode und warum ist dieser für Tesla wichtig? Auch das Thema autonomes Fahren ist in diesem Zusammenhang sicher sehr spannend. In einem weiteren Themenbereich widmen wir uns weiteren Produkten und Dienstleistungen, die im Tesla-Ökosystem noch angeboten werden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Tesla auch zukünftig Energieversorger und Autoversicherung werden möchte? Auch schauen wir uns weitere Anwendungsbereiche an, wie dem Supercharger-Network, dem Solar Roof oder auch die Powerwall. Alle diese Videos basieren auf meiner eigenen Recherche und meiner eigenen Meinung. Grundsätzlich finde ich Tesla als Company mega spannend, habe aber eine etwas kritische Meinung gegenüber Elon Musk. In dieser Videoserie werdet ihr nichts über die Person Elon Musk erfahren, sondern es wird rein um das Unternehmen Tesla gehen. Wer zu Tesla und Elon Musk mehr wissen möchte, dem kann ich folgende drei Bücher empfehlen. Powerplay beschreibt sehr gut die Gründungsgeschichte von Tesla und wie die Firma eigentlich entstanden ist. Es gab hier noch viel mehr kluge Köpfe als nur Elon Musk, die bei der Entwicklung des Roadsters und des Model S beteiligt waren. Im zweiten Buch geht es um die Person Elon Musk. Wie hat er diese ganzen Firmen unter einen Hut bekommen? Wo hat er das Kapital her? Warum stand SpaceX und Tesla kurz vor der Pleite und wie kam er da wieder raus? Wer das Tesla-Ökosystem noch genauer und detaillierter erkennen lernen möchte, dem kann ich das neue Buch von Christoph Krachten empfehlen, Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutionieren möchte, empfehlen. Alle Links zu den Büchern habe ich euch unten in die Videobeschreibung eingefügt. Wie steht ihr zu Tesla und Elon Musk? Habt ihr vielleicht noch Fragen oder Ideen, was ich noch in meiner Videoreihe thematisieren sollte? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich auf eure Meinung und eine spannende Diskussion. Wie gesagt, ich habe euch alle Videos dieser Playlist oben rechts verlinkt und in die Videobeschreibung eingefügt. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Läutet gerne die Glocke, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.